Der 3D-Film breitet die Welt von Manfred Dix als Coming-of-Age-Geschichte in der österreichischen Provinz der 1960er aus. Manfred Dix trifft als Scharfschütz so gut wie Wilhelm Tell in seiner besten Zeit, sagte Billy Wilder, der sich in den 1980ern gern österreichische Magazine in die USA schicken ließ. Aus seiner Hochachtung für Dix spricht auch die Erleichterung von Ennes Vertriebenen darüber, dass sie Geburtsland trotz allem immer wieder scharfe Gesellschaftskritiker hervorbrachte, gegen die Nachkriegsgemütlichkeit, die Opferthese, die Waldheims, Heiders und viele andere anzeichnete. Willkommen bei der Standard. Sie entscheiden darüber, wie sie unsere Inhalte nutzen wollen. Ihr Gerät erlaubt uns derzeit leider nicht, die entsprechenden Optionen anzuzeigen. Bitte deaktivieren Sie sämtliche Hard- und Softwarekomponenten, die in der Lage sind, Teile unserer Website zu blockieren. ZB-Browser-Addons wie Adblocker oder auch netzwerktechnische Filter.